Fred, erklär noch mal, wie die Falle funktionieren soll. Wir haben unseren Zombie-Donut-Laden hier eingerichtet, wo Crybaby Clown noch nicht zugeschlagen hat. Wenn er angreift, werft ihr beide einfach eure Donuts hoch. Die Vordertür fällt aus den Angeln, die dann ein Eimer Donutteig auf der Wippe anstößt. Der wiederum löst Wasserkanonen aus, die Superkleber, getarnt als Marmeladenfüllung, über Crybaby Clowns Füße schütten. Und Daphne gibt ihm dann den Rest. Sie legt einen Hebel um und ein Donut fällt auf ihn rauf, aus dem er sich nicht befreien kann. Apropos, wo ist Daphne? Keine Sorge, sie wird rechtzeitig hier sein. Oh. Da kommt er. Nehmt eure Plätze ein. Das wird der absolute Oberhammer. Donuts. Koste unsere untoten Donuts. Die sind mit Gehirn gefüllt. Meine Mami sagt, Donuts sind nicht gut für mich. Gar nicht wahr. Donuts sind gut, genau wie Gehirn. Willst du damit sagen, meine Mami lügt? Jetzt, Scoop! Ja! Man könnte glatt denken, dass ihr mich nicht mögt. Und übrigens, eure kleine Donutladenfalle neben meinem Geschäft für Feuerwerkskörper einzurichten, war nicht die beste Idee. Na dann, man sieht sich. Gehabt euch wohl, ihr Geheimnistrottel. Lauft! Aber Daphne! Die kommt nicht! Genug rumgestanden. Seht mal, was ich gemacht habe, Leute. Das ist der Plan. Daphne rennt über den ganzen Strand hierher, wo die Menschenkrabbe auf diese Saugglocke tritt. Und wenn das passiert, schnellt ein großer Deckel hoch und schubst ihn in diesen Riesentopf. Wo ist denn Daphne überhaupt? Das Spiel beginnt gleich und Scooby und ich müssen auch noch den Muschelstand im Auge behalten. Hm. Ich meine natürlich den Skipper. Ich hol sie mal. Wow, wen willst du denn beeindrucken? Was, mit dem alten Ding? Das hab ich doch schon immer. Das ist nur für die Arbeit. Könntest du mich schnell einreiben? Fred mag, wenn es glänzt und ich hab genug davon, dass er Netze anstarrt. Hey, Daphne, ich will dich mal was fragen. Wenn du einen Jungen mögen würdest... Oh, wer hat's dir erzählt? Was, eine meiner Schwestern? Dawn? Sie denkt, sie wäre perfekt, aber was keiner weiß, sie hat einen 6. Zeh an ihrem... Wovon redest du überhaupt? Ich? Wohl nicht darüber, worüber du geredet hast. Ich frage mich einfach, mögen es Jungs, wenn man ihnen sagt, was sie tun sollen? Natürlich mögen sie das. Wenn meine Mom nicht da wäre, würde mein Dad nicht mal was essen. Einmal musste meine Mom irgendwo hin und als sie zurückkam, hat sie Dad halbnackt und einer ungeöffneten Dosensuppe saugend vorgefunden. Wieso? Naja, ich sitze gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit, das ist alles. Hast du was gesagt? Und vergiss bitte nicht zwischen den Schulterblättern. Wenn ich da rot werde, sieht's aus wie ein Buckel. Hey, das ist ein bisschen viel Film. Hilfe! Kein Skipper Shelton, aber Mann, riechen diese Muscheln gut. Hol sie dir, ich sag Wilma auch nichts. Oh. Na, ich schätze, eine köstliche, knackige, salzige Zähleckerei kann ja nichts schaden. Die Falle!
ist nur die Falle. Hilfe! Ah! Daphne! Oh, Fred! Fred! Daphne! Daphne! Ah! Was ist passiert? Irgendwas, das wie ranzige Butterroch, hat mich in den Wagen gezogen. Das war die Menschenkrabbe. Sie hat sich Daphne geschnappt. Fred, beruhige dich. Wir holen sie zurück. Das müssen wir auch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie war einfach so wunderbar. Hey da, seht euch das mal an. Worauf warten wir noch? Shaggy! Shaggy! Das ist ja wie eine Baumautobahn hier oben. So kann man, ohne gesehen zu werden, durch den ganzen Park laufen. Sieht so aus, als hätten wir die Privatwege des Gnoms gefunden. Dann ist ja jetzt endlich unsere Fallenzeit, ja! Was benutzen wir als Köder für diesen fiesen Gnom? Etwas, dem fiese Gnome einfach nicht widerstehen können. Piraten. Denk dran, Scooby, du tust das alles hier für Shaggy. Scooby-Dooby, arr! Ist Daphne schon zurück? Sie meinte, dass sie Armbänder brauchen würde. Wir sind alle fertig. Er versucht gerade zu entkommen. Schneiden wir ihm den Degen. Komm schon, Scooby! Wartet auf mich! Fred? Velma? Daphne? Shaggy! Wie du! Mann, bin ich froh, dich hier zu sehen! Ich auch! Wenn das Gift durch Berührung übertragen wird, soll er Metall berühren. Hey, was ist das bloß? Es kam ganz klar von unten. Ich verwette meinen Kopf, dass der Vampir im Glashaus sitzt. Das riecht gut. Was machen wir jetzt, Fred? Wir schnappen uns jetzt einen Vampir. Wo kriegst du das alles denn immer her? Von Faldi. Ich bin ein VIP-Mitglied im Powerfallen-Club. Ew, das riecht nach dem Zeug, das man auf Pflanzen streut, damit sie besser wachsen. Meinst du Jauche? Ja, genau so riecht's hier. Das ist ein 5 cm dickes Rindersteak mit perfekter Maserung. Kein Vampir, der was auf sich hält, kann dem widerstehen. Ich kann dem auch nicht widerstehen. Da kommt jemand. Ha! Hab ich euch! Schalt die Lampe an! Fred, was soll das werden? Shaggy, hol mich sofort hier raus. Los! Tja, du siehst gut aus, Velma. Sei still. Was war das?